oh Mann, ist das spannend. Ja, wir machen weiter. Aber eines sage ich Ihnen, Layton. Vergessen Sie niemals, dass ich Sie um ein Haar überflügelt hätte. Eines Tages werde ich, der große Don Paolo, meine Rache auf Sie, auf Sie herniederregnen lassen. Und an diesen Tage werden Sie mich um Gnade anflehen und um einen Regenschirm und Gummistiefel. Du lieber Himmel. Oh! Fensterputt. K-Glas repariert, K-Glas taust auf. Jetzt okay, ist er getürmt. Wissen Sie, wer dieser Mann war? Don Paolo hieß er, hat er doch gesagt. Und mir ist bereits so einiges über ihn zu Ohren gekommen. Seine akademische Kompetenz ist angeblich unübertroffen. Aber wie du dir vorstellen kannst, stellte sein Charakter ein Problem dar. Er ist ein bösartiges Genie. Der Wissenschaftsrat belegte ihn schließlich mit einer unbefristeten Berufssperre. Nach Saint-Mystery zu kommen, um das Reinhold-Vermögen zu stehlen, klingt ganz nach seiner Art. Er scheint ja einen rechten Groll gegen Sie zu hegen, Professorchen. Wie konnten Sie ihn so verärgern? Scheiß Professor! Ich habe nicht die geringste Ahnung, Luke. Und was war das überhaupt für ein Gerede über ein Geheimnis in diesem Dorf? Wieso heißt dieses Spiel eigentlich so? Ich bin selbst etwas verwirrt. Konzentrieren wir uns vorerst wieder auf den goldenen Apfel. Ich schlage vor, wir folgen unseren Hinweisen und gehen zum Turm. Sehen wir uns noch mal die Sackgasse an. Oh! Ich weiß ja nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber im zweiten oder dritten Teil, als wir zum ersten Mal auf den echten Mr. Chammy auf den echten Chammy gestoßen sind, da hat Luke versucht, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen. Stimmt, ja. Jetzt wurde daran lag das. Das ist aufgeklärt. Ah, ja, wir betreiben hier Aufklärung. Ach, das. Ja, nur wieder hier. Findet wieder keine Frau. Würden Sie mich bitte über alle Junggesellen informieren, denen Sie auf Ihren Reisen begegnen? Ich bin schockiert! Schockiert! Wer hätte gedacht, dass wir einen Hochstapler unter uns hatten? Ich hatte ja keine Ahnung. Aber Sie haben ihn durchschaut, Professor. Ich bin von Ihrem Scharfsinn sehr beeindruckt. Ah, wenn Sie nun Ihre Fähigkeiten einsetzen würden, um weiter nach dem goldenen Apfel zu suchen, wäre ich Ihnen sehr vergnügt. Es wäre mir ein Vergnügen, Baronin. Frau Baronin, geht es Ihnen gut? Sie sehen etwas blasser aus. Er erwachte heute Morgen mit Erinnerungen an einen überaus eigenartigen Traum. Darin hatten mein Mann und ich gerade ein Baby bekommen. Ja, mein Mann bekommt auch ein Baby. Ein Mädchen. Oh, wie süß sie war. Im nächsten Augenblick befand ich mich plötzlich in einem Park. Hand in Hand mit meiner Tochter. Mit Ihrer Tochter, sagen Sie? Warum sollte jemand so etwas Dummes träumen? Ich muss von den Ereignissen sehr erschöpft sein. Professor Layton, ich fühle mich so besonders gut. Nicht besonders gut. Ich werde mich etwas hinlegen. Was hat denn die Baronin? Sie hat geträumt, mit ihrer Tochter im Park spazieren zu gehen, hat sie doch gesagt. Hörst du nicht zu? Wie merkwürdig, dass sie ausgerechnet so etwas träumt. Ja, sie hat nämlich von ihrer Tochter Flora geträumt. Können wir jetzt da rein? Tatsächlich. Oh Mann, ich bin ja so nervös. Du sollst aber zum Turm gehen. Ja, gleich. Ich rück ihr noch ein bisschen auf die Pelle. Ich muss meine Gedanken sammeln, Professor. Würden Sie mich bitte eine Weile alleine lassen? Ja, dann durchsuchen wir eben dein Zimmer, lass das jetzt davon. Wuff, wuff. Wir durchstöbern dein Zimmer und finden eine Münze. Okay. Wenn ich durcheinander bin und mich hinlegen will, stelle ich mich auch in den Raum. Richtig. Das mache ich auch immer. Ich eben. Oh nein, sollen wir wieder? Nein. Ja. Ach. Ey! Ja, wie ey? Hey ho!
Der sagt ja wieder dasselbe. Ah, die Witze von Maradedalia sind schon manchmal sehr anstrengend. Ach ja. Eieiei. Puff. Anspieken. Ach, Kalle kann doch nichts sagen. Das sagt er eh wieder nur dasselbe. Da ist reizend, aber bla bla bla. Es kann immer sein. Immer und immer wieder. Percy. Jackson. Percy Jackson. Lass es von euch... Ja. Mein Fisch sagt auch wieder dasselbe. Jetzt aber erst nach links. Man hört nichts Gutes, genau. Wie erst nach links? Ja, erst nach links. Ach, du willst... Naja, du willst da wieder nachgucken. Dein Freund wieder, ja? Er sagt wieder dasselbe. Die sagt auch dasselbe. So, aber jetzt gehen wir zum Turm. Na gut, ausnahmsweise. Danke. Archie? Warte. Hallo nochmal, wollt ihr einen Blick? Nein. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Andere ist sehr nett. Annette, die nett. Miau. Ja, du bist immer noch besonders gut zu Vögeln. Zu Tieren, meine ich. Jetzt können wir weitergehen. Da ist wahrscheinlich auch keiner drin. Jawohl. Das ist eine Kneipe, die den ganzen Tag leer steht. Ja. Und überall gut klauen im Dorf hier. Ja, genau. Oh, Französisch. Na bonjour, bonjour. Tut mir leid, keine Rätsel fallen mir ein. Der Fressack hier hat wahrscheinlich auch keine. Der Schinken. Der Schinkenspicker. Ich weiß inzwischen, worauf man ist. Momente verparkt. Mampf, Mampf, Mampf. Mampf, Mampf, Mampf. Zack und zack. Wir sollen ja schließlich auch zum Turm. Genau. Ich habe keine weiteren Rätsel. Giuseppe, da hatten wir ihn, ne? Hieß doch so. Ja. Seid ihr sicher, dass ihr nicht für etwas Wurst begeistern könnt? Nein. Widder. Andy? Mein Gott. Da Nein. ist der... Turm. Ach, deine Freundin. Nein. Ja. Ich finde, Ramon und die passen sehr gut zusammen. Ich hätte noch ein Rätsel für euch. Bestimmt wollt ihr es hören, nicht wahr? Tut mir leid, werte Dame, aber wir haben es gerade sehr eilig. Was? Du schlägst ein Rätsel aus? Pappelapapp, ich schalte doch schnell. Ich hab doch gesehen, dass ihr das Rätsel von anderen löscht. Jetzt bin ich dran. Natürlich. Was? Ah ja. Wir haben uns gesehen. Wie meinen Sie das? Sind Sie uns etwa gefolgt? Scheint so. 105. Würfel... Was? Würfel die 3. Die 3. Beim Würfeln liegt die Wahrscheinlichkeit, eine 3 zu würfeln, bei 1 zu 6. Die Wahrscheinlichkeit, zwei 3 nacheinander zu würfeln, beträgt 1 zu 36. Und die Chance auf eine dritte 3 steht bei unglaublichen 1 zu 216. Nehmen wir an, dass du bereits dreimal hintereinander eine 3 gewürfelt hast. Die Chance, beim nächsten Mal wieder eine 3 zu würfeln, liegt bei 1 zu wie viel? Boah. Ja, komm du, Mathe, hast du... Boah. Boah, Eva. Ich rechne das, warte. Mach das. Hä? 216 mal 6. Ist gleich 1296. Was soll ich jetzt eingeben? 1296. There we go. Welche Scheiße oder was? 216 mal 6, oder nicht? 36... Weil 6 mal 6 ist 36 und 36 mal 6 ist 216. Und 216 mal 216? Warte, langsam. Wo ist hier die Lead? Da.
Ah ja, ich rechne das mal. 216 mal 216 macht unglaubliche 46.656. Ah ja. Das glaube ich weniger. Ja, dann löst mal. Ich war dran, jetzt bist du dran. Moment, lass uns das doch mal logisch angehen. Eine 3 zu würfeln liegt, wieder eine 3 zu würfeln liegt bei 1 zu wie viel? Moment, wenn die 6 bei 1... Wie soll ich das jetzt hier eingeben? Naja, 1 zu was? 1 zu 16. There we go. Oder was meinst du? Na nee, 1 zu 6. Ja, dann haben wir eine 6. Achso, 1 zu... Ja, klar. Und warum? Weil, wenn das jetzt überhaupt richtig ist... Ja! Warum? Boah, geil. Every puzzle has an answer. Boah, geil. Das ist mein Spiel. Fantasticolo! Es spielt keine Rolle, wie oft du die Zahl schon gewürfelt hast. Es ist nur nach der Wahrscheinlichkeit gefragt. Im nächsten Wurf eine 3 zu würfeln und die liegt bei 1 zu 6. Du fängst ja im Prinzip wieder von vorne an. Ja, toll, ey. Ja. Ja. Ihr wollt zum Wurm? Wie wäre es, wenn ich euch den Weg zeigen würde? Oh, ich hatte den Eindruck, die Bewohner Sommelstrees wollten nicht in die Nähe des Turms gehen. Hm? Oh, ich will dem Turm, ich will dem Turm auch nicht zu nahe kommen. Aber für zwei schon nette Herren würde ich eine Ausnahme machen. Ich hab's auch noch nicht. Zwei. Die Frau ist geil. Professor, wir sollten uns wirklich beeilen. Ja. Nur hetz mal. Meine Frauchen. Kein Andy. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Na gut. Das ist eine Sackgasse. Eindeutig. Ob hier wohl irgendwo ein anderer Weg in den Turm steckt ist? Nein. Ich würde sagen, wir sind hier genau richtig, Luke. Wie meinen Sie das? Sieh mal, Luke, hier ist eine kleine Vertiefung in der Wand, in die ein kleiner Gegenstand passt. Schau! Dann ist das also... Ja! Diese Vertiefung ist eindeutig das, was auf Baron Reinholds Skizze an Archibald abgebildet war. Ich wette, wenn wir den Schlüssel da hineinstecken und ihn drehen... Ach du Dusch, da fliegt der Turm in die Luft. Das hatte ich erwartet. Also dann, Luke, hinein mit uns. Aber erst im nächsten Teil. Hinein in die Mods Gaudinus, ist ja super, ist es. Kapitel 9 sieht man schon. Endlich, der Weg zum Turm ist frei. Erklimme den Turm und löse das Geheimnis von Zornmysterie. Freunde, bis zum nächsten Mal. NRW bei 18. Adieu. Und ciao.